Seit Mai 2011 bewegt die Inseratenaffäre um SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann die Republik. Faymann soll in seiner Zeit als Verkehrsminister die Gunst des Boulevards erkauft haben, und zwar mit Inseraten, die von ihm und seinem damaligen Büroleiter Ostermeier initiiert wurden. Bezahlen mussten dafür jedoch ÖBB und ASFINAG. Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hat eine Anzeige der FPÖ. Nun hat sich die Inseratenaffäre auch zum Bremsklotz für den Korruptionsuntersuchungsausschuss entwickelt. Der U-Ausschuss soll auf Wunsch von SPÖ und ÖVP im Oktober abgedreht werden, weil man die Ladung von Kanzler Faymann mit allen Mitteln verhindern will. Medien sprechen sogar von einem erbärmlichen Schauspiel. Rot-schwarze Koalitionsräson und gegenseitiges Decken statt Aufklärung ist das neue Motto. Den roten Bundeskanzler dürfte das freuen. Soll er doch in seiner Zeit als Verkehrsminister unter anderem 7 Millionen Euro vom 23 Millionen Werbeetat der ÖBB im Jahr 2008 für sich reserviert haben. Dass er den nötigen Respekt vor dem U-Ausschuss vermissen lasse, kratzt Faymann wenig. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, wie viele in der Vergangenheit abgesagt haben, wie viele in der Vergangenheit dort bei den Aussagen nicht den nötigen Respekt an den Tag gelegt haben. Das ist eine Bewertung, das überlasse ich den Abgeordneten des U-Ausschusses. Das möchte ich nicht vornehmen. Ähnlich hielt er es beim Inserieren. Bote für seine Inseratenwünsche soll sein heutiger Medienstaatssekretär und langjähriger Vertrauter Josef Ostermeier gewesen sein. Man hat das einfach bestellt und uns dann die Rechnung geschickt. Bevorzugt inseriert der Kanzler dabei vor allem in den reichweitenstärksten Printmedien wie der Kronenzeitung, der Gratiszeitung Heute oder in der Tageszeitung Österreich. In der Krone erschienen für 500.000 Euro Berichte, in denen sich Faymann als Ombudsmann für die Probleme der Bahnkunden präsentieren durfte. Das gleiche Spiel soll Faymann auch bei der ASFINAG gespielt haben. Ja, die Indizien dafür, dass es sich um eine Straftat handeln kann, sind ja genügend vorhanden. Wenn es so einfach gewesen wäre, warum ermittelt dann die Staatsanwaltschaft tatsächlich auch so lange? Und es gibt Vorhabensberichte. Nur ich als Parlamentarier bin nicht befugt, oder in irgendeiner Form angesprochen, die Strafjustiz zu spielen. Werner Faymann muss im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht aussagen. Ein Privileg hat er in der Strafjustiz, dort darf er auch lügen. Die Staatsanwaltschaft beginnt 2011 mit Ermittlungen. Ans Tageslicht kommt dabei, dass Faymanns Bahnkampagne in der Kronenzeitung ohne Wissen des ÖBB-Managements vereinbart worden sein soll. Der Vorstand fühlte sich unter Druck gesetzt. Für mich war natürlich klar, dass Ostermeier damit gemeint hat, dass ich meinen Vorstandsposten allenfalls verlieren könnte, wenn ich bei der Bezahlung nicht kooperiere. Im August und September 2012 tauchen neue Vorwürfe auf. Vertrag und Finanzierung der Kampagnen sollen erst Monate nach Beginn geregelt worden sein. Dies wertet die Oberstaatsanwaltschaft als taugliche Missbrauchshandlung im Sinne der Untreue. Doch just zu dem Zeitpunkt, als sich der U-Ausschuss mit Faymanns Inseratenaffäre beschäftigt, nimmt die SPÖ ihren Parteichef aus der Schusslinie. Wir bestehen massiv darauf, den Bundeskanzler in den Untersuchungsausschuss zu laden. Der Bundeskanzler Faymann ist der Dreh- und Angelpunkt dieser unappetitlichen Inseratenaffäre. Hier wurde das Geld der Bankkunden und auch der Vignettenzahler dafür herangezogen, außerordentliche Werbung zu machen. Das verstoßt gegen mehrere gesetzliche Bestimmungen und Faymann muss in diesen Untersuchungsausschuss kommen, um das Vertrauen in die Rolle des Bundeskanzlers wiederherzustellen. Ob das mit weiteren Inseraten aus dem Kanzleramt funktionieren wird, ist aber eher unwahrscheinlich.